Heute, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Kampf von Big Web TV. Die liebe Luna ist auch wieder mit dabei. Hallo, mein Schatz. Oh, meine liebe Luna, gell? Ja, meine kleine Kuschelmaus. Ja, und zwar haben es wir heute endlich geschafft. Das seht ihr alles gleich im Video. Also nicht alles, aber ich will auch nicht so viel verraten. Und zwar ist diesmal auch wieder ein kürzeres Video. Ich habe auch nicht alles aufnehmen können heute, weil die Kamera da war leer. Irgendwann ist halt leer. Macht aber nichts. Ich denke mal, das Ergebnis spricht für sich. Das habe ich nämlich dann heute, das seht ihr dann gleich, nämlich genau, eigentlich genau jetzt. So, meine lieben Leute, so sieht es jetzt aus. Die Küche ist durch. Da hinten die zwei Geräte, die hier noch stehen, die gehen ja bei eBay rein, weil die will ich nicht mehr haben. Die standen mal da oben, wo jetzt die Geräte stehen. Das ist einmal die Fritteuse, der Brotbackautomat und der Multikocher. Ja. Das ist halt, das haben wir auch mal damals eingebaut, da haben wir dann noch Mikrowelle stehen. Ihr seht jetzt hier hinten, die Ecke ist auch sauber. Alles geschafft. Auch hier soweit ist alles wieder, wie sich das gehört. Und hier unten haben wir dann Luna ihr Platz, alles stehen. Alles wunderbar. Wenn wir jetzt zum Flur weiter reingehen, da habe ich auch was geändert. Das heißt, hier hing ja früher meine Garderobe. Ich werde es auch nächstes Jahr angehen, dass wir mal den Flur komplett malern, weil das ist ja Wahnsinn. Die Garderobe, ich denke nur einfach, weil das doch jetzt viel freundlicher, viel heller wird, wenn man reinkommt. Da schlägt eigentlich gleich so früher was, wenn man kommt rein. Zumal auch jetzt der neue Schuhschrank hier steht. Der ist ein bisschen breiter, aber hat eben halt den Vorteil, dass wir A, ein Schubfach hier haben. Da sind alles nur noch ihre Sachen drin. Das habe ich jetzt nur hier oben, weil das immer das drin ist, was ich gerade nutze. Und da es ein bisschen kälter gerade ist, hat Luna die Jacke draußen. Ja, das wird auch noch ordentlich eingeräumt. Das ging jetzt auf die Schnelle. Hier ist zum Beispiel noch die Mütze von Luna. Alles noch da. Ja, hier sind meine Schüsseln so jetzt drin. Die hingen ja früher auf dem Board drüben. Das Board schmeiße ich weg. Ansonsten haben wir jetzt hier zwei Reihen. Früher hatte ich eine Reihe und das war halt nicht so schön. Das heißt, ich habe jetzt hier unten noch genug Platz, wenn ich Gäste empfange. Da ist genug Platz für. Und die Garderobe hängt jetzt hier. Hier hing ja früher das Schüsselboard. Finde ich es aber so schöner. Hier stand auch mal noch ein kleiner Tisch, den habe ich weggeräumt, weil einfach aus Platzgründen. Das hat mir nicht mehr, hat mir nie gefallen so richtig. Jetzt habe ich das hier, jetzt kann ich alles da reinpacken, was da drauf war, und Luna jetzt hier reinpacken. Und schon brauche ich das nicht mehr. Ja, ich finde das so schöner. Ist einfach freundlicher. Im Wohnzimmer habe ich soweit die Tüten auch weg. Das wird am Morgen komplett aufgeräumt. Das heißt auch gesaugt und gewischt. Das habe ich jetzt hier noch nicht gemacht. Das mache ich morgen mit, also wir sind gut in der Zeit eigentlich. Luna hilft mir immer sehr gut mit, alles im Weg wieder liegen zu lassen, ihre ganzen Kuscheltiere hier. Ja, ihr seht, es ist noch genug zu tun. Da ist die Nähecke, die muss noch gemacht werden. Ja, das kriegen wir alles hin. So Kleinigkeiten, es ist nicht mehr viel. Hier ist der Tisch aus dem Flur, da weiß ich noch nicht, wo ich ihn hinstelle. Ob ich ihn irgendwie noch unterstelle, ansonsten geht er halt auch weg. Werde ich sehen. Ja, es sind so Kleinigkeiten. Ja, habe ich ja gestern noch bekommen mit den Figuren. Das wird auch mal ein Video wieder kommen. Ich denke mal nächste, übernächste Woche machen wir eins dazu. Ansonsten, ja, Schreibtisch ist noch chaotisch. Das wird morgen mit alles umgeräumt, aufgeräumt. Ja. Und dann sehen wir uns dann gleich erstmal wieder. Bis gleich, liebe Leute. Ja, meine lieben Leute. Ihr seht, es ist was passiert. Es muss natürlich noch mehr passieren. Morgen machen wir komplett das Wohnzimmer durch. Das Schlafzimmer muss auch noch gemacht werden. Da ist auch noch was zu tun. Ja, und dann natürlich das vom Balkon, was da jetzt angefallen ist. Das habe ich jetzt reingelegt. Das geht auch noch weg. Aber es ist nicht mehr so viel. Mittlerweile ist es übersichtlich. Wir kommen dem Ziel näher. Also wirklich näher. Wir haben jetzt, denke ich mal, erreicht von den 100% gute 60-70%. Ja, also mehr, es ist ja, wir sehen, das ist ja hier nicht so viel im Wohnzimmer. Und auch im Schlafzimmer ist es nicht viel. Im Flur, sage ich schon, auf dem Balkon ist es auch nicht viel. Es sind nur so Kleinigkeiten, die sich immer beim Ausräumen ansammeln, was dann weg soll, was nicht weg soll. Und das muss halt erstmal irgendwo hin, um eine Übersicht zu verschaffen. Und dann passiert genau das, was jetzt ist. Es kommt überall was hin und dann ist es so. Macht aber nichts, wir sind auf einem guten Weg, wir schaffen das. Ja, meine lieben Leute. Ich hoffe, ihr seid mir heute auch nicht böse, dass es ein kürzeres Video ist. Aber dafür, weil ich heute was geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe, sehen wir euch. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mich dann gleich nochmal sehen. Nämlich, ich werde heute Abend, ich weiß nicht, ob es
19 oder 20 Uhr rum streamen. Ich möchte da mal Lokführer werden. Also ihr dürft dann gerne mal reinschauen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, wie die Technik mitmacht. Aber ich denke mal schon, jedenfalls, wenn ihr die Benachrichtigungsglocke aktiviert habt, dürftet ihr das sehen, was ich dann, ja, denke ich mal, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann da wieder. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Reinschauen und dann sehen wir uns morgen wieder. Denn wie immer gilt, Daumenspreizen, nicht mit Likes geizen, Welle auf dieser, wenn ihr auf dieser großen Welle, auf dieser Big Wave mitsurfen wollt, lasst ein Abo da, teilt das Video mit euren Freunden, vielen Dank dafür. Dann sehen wir uns morgen wieder. Halten, bis denn und haltet die Ohren steif. Die Luna sagt auch noch auf Wiedersehen, meine kleine Knutschkroller. Dann bis morgen, auf Wiedersehen, halten, bis denn.